In diesem Tutorial werden wir uns mit poolschen Operationen beschäftigen. Es gibt genau drei poolsche Operationen, nämlich Vereinigung, Durchschnitt und Differenz. Dieses Objekt, welches wir in diesem Tutorial konstruieren werden, benötigt hauptsächlich die poolschen Operationen Vereinigung und Differenz. Wir werden unterschiedliche Teilobjekte dieses Gesamtobjekts konstruieren und dann entsprechend mit den poolschen Operationen Vereinigung oder Differenz das Gesamtobjekt Stück für Stück erstellen und konstruieren. Beginnen wir mit der großen Basisplatte des Grundobjekts. Die große Basisplatte hat in x Richtung die Länge 3 plus 2 mal 2 plus 3, also 10. In x Richtung 10, in y Richtung die Länge 15 und in z Richtung ist die Höhe 2. Das ergibt sich aus dem Maß 4 minus der 2 von dem unteren würfelartigen Teil. Also in x Richtung 10, y 15 und z Richtung 2. Wenn wir nun zur MicroStation gehen, konstruieren wir diese Platte. Wir gehen auf Platte, gehen in den Ursprung, drehen Arcutro mit einem Tipp auf die Taste T in die Toplage, in die Grundrisslage, und nun können wir bereits 10 Einheiten in X-Richtung direkt am Starting Cube an der Vorderkante klicken und mit der linken Maustaste bestätigen. Dann geht es in positive Y-Achsenrichtung. Wir tippen 15 auf der Tastatur, bestätigen dieses Maß mit der linken Maustaste und nun geht das Basisobjekt nach unten oder nach oben. Wir lassen das Basisobjekt nach oben um 2 Einheiten gehen, tippen also 2 auf der Tastatur und bestätigen mit der linken Maustaste und wir haben bereits unser Basisobjekt fertig. Wir benötigen ab sofort den Starting Cube nicht mehr. Wir können also in der Ebenendarstellung mit einem Klick auf das Wort Starting Cube diesen deaktivieren und die Ebenendarstellung auch wieder schließen. Blicken wir nun zu den nächsten Angabelementen. Wir sehen, unterhalb der Basisplatte befinden sich an jeder Ecke Würfel, die 2 mal 2 mal 2 in ihrer Dimension haben und die schließlich mit der Basisplatte vereinigt sind. Wir finden diese Teilwürfel an sämtlichen vier Ecken der Basisplatte unterhalb angesetzt. Wir gehen also zu unserem konstruierten Objekt zurück, klicken erneut auf Platte und setzen nun bei jedem der Eckpunkte Würfel an, die zwei Längen in X-Richtung haben, linke Maustaste bestätigen, zwei tippen in Y-Richtung, linke Maustaste bestätigen und diesmal geht es nach unten ebenfalls mit Höhe 2 mit der linken Maustaste. Wir könnten nun dreimal noch mit dem gleichen Vorgehen die weiteren Würfel konstruieren, können aber auch unter Kopieren den ersten Würfel nehmen und den Würfel an die neue Position schieben. Mit der rechten Maustaste kann Kopieren beendet werden. Wir können erneut kopieren gehen, nehmen einen Eckpunkt und setzen den Würfel an eine weitere passende Stelle. Und schließlich und endlich können wir nochmals mit Kopieren einen passenden Eckpunkt eines bereits konstruierten Würfels nehmen und den Würfel an den vierten Eckpunkt schieben. Mit der rechten Maustaste beenden wir den jeweiligen Arbeitsvorgang. Wir sehen nun, wenn wir auf Ansicht zoomen gehen, unsere Basisplatte und die vier Objekte. Nun verbinden wir mit Hilfe der poolschen Operation Vereinigung verbinden wir die Basisplatte mit den vier unteren Objekten. Warnungen können mit Ja bestätigt werden. Wir klicken jeweils auf zwei Objekte. Basisplatte plus ein Würfel. Dann nochmals außerhalb mit der linken Maustaste bestätigen und die Vereinigung ist bereits durchgeführt. Diese Vorgehensweise, zwei Objekte markieren, außerhalb bestätigen, führen wir noch dreimal durch. Basisplatte, Würfel, außerhalb bestätigen, Basisplatte, Würfel, außerhalb mit der linken Maustaste bestätigen. Wir haben somit unser
Basisobjekt, unser Ausgangsobjekt für das Werkstück bereits konstruiert und wir sehen, wenn wir nun in die Angabe blicken, dass der untere Teil nahezu fertig ist. Für die Fertigstellung des unteren Teils fehlt noch diese zylindrische Differenz. Wir haben hier eine zylindrische Auswölbung mit Radius 2 durch die ganze Basisplatte gehen. Die zylindrische Auswölbung beginnt vorne in der Mitte und somit können wir in MicroStation einen Zylinder konstruieren, der hier vorne in der Mitte beginnt und nach hinten gehend in X- bzw. Y-Achse 2 eintippen und dann eine sehr große Höhe des Zylinders generieren. Wir können nun wechseln bei den Boolschen Operationen auf die Boolsche Operation Differenz. Und hier ist es wichtig, zuerst das Objekt anzuklicken, welches überbleiben soll, und in zweiter Linie das Objekt, welches weggeschnitten werden soll. Also wir klicken zuerst auf die Basisplatte und dann auf den Zylinder, da dieser weggeschnitten werden soll. Wir bestätigen die Auswahl außerhalb mit einem linken Mausklick und wir sehen bereits das fertige Ergebnis. Wir haben nun den unteren Teil unseres Werkstückes fertig konstruiert. Es fehlt nur mehr der zylindrische Teil, die zylindrische Bohrung, die wir oben aufgesetzt sehen. Welche Maße hat nun der Zylinder bzw. dieses zylindrische Rohr? Wir sehen, der Außenradius ist 2, der Innenradius ist 1,5. Von der Oberseite der Platte ist der Zylinder 5 Einheiten hoch aufgesetzt. Bei den strichlierten Kanten bemerken wir auch, dass der Zylinder außen, die Außenseite auf der Oberseite der Basisplatte aufgesetzt ist, das innere Rohr allerdings nicht nur bis zur Basisplatte, sondern ganz bis nach unten geht. Also der innere zylindrische Teil bohrt das gesamte Werkstück durch. Wir übertragen dieses letzte Teilstück nun in MicroStation. Wenn wir nun den Zylinder konstruieren wollen, legen wir zuerst den Mittelpunkt fest, indem wir mittels einer Smart-Linie von der hinteren Mitte um 3,5 Einheiten in positive Y-Achsenrichtung gehen und hier den Mittelpunkt des Zylinders finden. Wir können nun wieder auf die blaue Farbe wechseln und den Zylinder anklicken. Mit dem Klick auf den Mittelpunkt und dem Klick auf Radius 2 können wir den Zylinder bereits erstellen. Die Höhe können wir mit 5 auf der Tastatur eingeben und mit der linken Maustaste bestätigen. Mit Ansicht zoomen, Ansicht einpassen, können wir das gesamte Werkstück einblenden. Wir sehen nun, dass wir bereits mittels Boolsche Operation Vereinigung den Zylinder und das untere Teilstück vereinigen können. Hiermit fehlt nur mehr der letzte Teil, der letzte Zylinder, das zylindrische Loch. Dieser letzte Zylinder hat Radius 1,5. Wir können in die Nähe des oberen Mittelpunktes gehen. Automatisch wird dieser Mittelpunkt gesnappt. Und wenn wir die Maus Richtung X- oder Y-Achse führen, sobald hier die grau hinterlegte X- oder Y-Richtung erscheint, können wir 1,5 als Radius eingeben, mit der linken Maustaste bestätigen und einen sehr, sehr hohen Zylinder nach unten konstruieren. Schließlich ist die letzte Konstruktion eine Boolsche Differenz. Wir gehen auf Boolsche Operationen, wählen das Differenz-Feature aus, wählen zuerst dasjenige Teilstück, welches überbleiben soll und im zweiten Schritt dasjenige Stück, welches weggeschnitten werden soll. Wir wählen also das Hauptstück plus das zweite Stück, das zylindrische Stück. Und mit einem Klick auf die linke Maustaste sehen wir bereits unser Endergebnis vorliegen.